herzlich willkommen. Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von mir, Dr. Block 42 und Anki the Monkey, live von der Play 14 jetzt. Genau, und wir spielen heute Nidhogg. Ja. Das sehen wir auch schon im Hintergrund. Das sind jetzt nicht viele, oder? Genau, das ist der Startscreen und wir machen direkt Multiplayer. Versus. Genau, Online Versus. Das sind die verschiedenen Maps, die wir haben. Castle, Clouds. Castle, Clouds, die Minen und der Wald. Und ich sage, wir fangen einfach mit Castle, ja, Castle an, oder? Wir spielen zwei Stück und wenn dann unentschieden ist, dann machen wir nochmal eine dritte klein. Genau, so, das sind wir. Ich bin rechts. Ich bin links, der Gelbe. Das Spielprinzip ist ungefähr das hier. Oh. Ich glaube, man versteht ungefähr, worum es geht. Ja, wir sehen oben schon die Pfeile. Jetzt bin ich dran mit dem Orangenen und muss bis ganz links laufen. Und ich muss halt rechts kommen und die dabei aufhalten. Genau. Und ja. Und jeder Hit ist tödlich. Man kann zum Beispiel ein Schwert werfen, hier präsentiert, und man kann springen und ein Schwert werfen und man kann an der Wand springen und auch sich erstechen lassen. Und man kann rollen. Das ist eigentlich das gesamte Spielprinzip. Genau, und es ist sehr spannend auf jeden Fall. Man möchte meinen, die Grafik ist natürlich ziemlich einfach. Aber umso bestechender. Genau. Also es ist simpel und effektiv, würde ich mal sagen. Praktikabel. Ja. Sagen wir, spielen jetzt einfach mal ein bisschen. Und gucken wir, oh, wir haben das Time. Nein! Wir haben jetzt an sich ein 3-Minuten-Time-Limit, aber haben wir jetzt das haben wir gar nicht angestellt. Ja. Naja. Dann müssen wir spielen, bis bis einer gewinnt. Genau. Oh nein! Und das sieht vielleicht recht simpel aus, so ist auch die Steuerung. Man läuft auch mit WASD. Und hat eine Taste zum Angriff und eine zum Sprung. Genau, dann kann man auch ein bisschen kombinieren. Also man kann, wenn man zum ducken. Beispiel duckt, dann kann man rollen. Und dann beim Ducken angreifen. Und man kann sagen... einfach durchgelaufen. Ja, und kann auch sagen, wie hoch das Schwert sein soll. Hooray, hooray! Ja, und wenn ich aus dem Bildschirm gehe, dann komme ich wieder vor sie. Also manchmal einen Trick, um jemanden einzuholen. So, jetzt ist sie in den nächsten Screen gekommen. Es gibt drei Stück in der Map. Mhm. Und die sind einiges besser. Was eigentlich nicht vorkommen sollte. Das Spiel ist im Endeffekt interessant für jeden, der gerne gegen seine Freunde spielt. Also allein macht nicht so viel Spaß. Ja, aber es bockt auf jeden Fall, wenn man gegeneinander spielt. Also das ist echt eine coole Competition. Also lohnt sich eigentlich für alles Partyspiel oder was auch immer. Einfach Leute anschreien. Genau. Mann. Yes. Genau, das hier ist der Final Screen. Das heißt, ich bin noch einen Screen vom Ende entfernt. Und jetzt muss ich einmal aufpassen, dass ich nicht hier durchlaufen kann. Aber mache. Komm schon. Hooray! Und da bin ich. Und die Leute jubeln. Ich hab verloren. Erster Punkt geht an Sie. Der Wurm hat mich gefallen. Der zweite aber nicht. Ich habe trotzdem gewonnen. Da sind wir mal im Geiste habe ich aber gewonnen. So, genau. Die beste Map. Ja. Wir hören auch im Hintergrund sehr schöne Musik, muss ich sagen, von dem Künstler Daedalus. Der macht normalerweise elektronische Musik. Und hat jetzt hier den Soundtrack für gemacht. Ich glaube, der Spiel hat sogar einen Soundtrack-Preis gewonnen. Ja, und auf also der das Maze auch. Ist auch erster Platz. Das ist ein Berliner Indie-Festival. Mann, das Spiel hat einen recht hohen Aggressionsgrad. Das müssen wir jetzt mal zu überspielen. Oh nein, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ah. Oh. Man kann auch gerne schummeln, wenn man möchte. Wie, du schummelst? Und jemanden die Wirbelsäule rausreißen. Ganz nett für zwischendurch. Oder einfach über Dächer rennen. Komm schon. Erstmal auf. So, Mann. Jetzt bin ich wieder dran. Kann man nicht angehen. Ha. Oh Mann. Du hast dein Schwert verloren. Super gut. Ja, nein. Ich laufe einfach durch. Hooray! Oh nein. Oh, scheiße. Und wenn man sein Schwert geworfen hat, dann hat man es nicht mehr. Genau, man kann es aber wieder aufsammeln. Also die. Nach einer Zeit liegen hier auch ganz schön viele Schwerter auf dem Boden. Kacke. Da, das ist kein Schwert, das war ein Schwert. Ein Hin und Her. Das Coole an der Map ist, warum, weshalb es auch meine Lieblingsmap ist, wie man schon gesehen hat, sie hat sich hier im hohen Gras versteckt. Und ich kann nichts dagegen machen. Das ist so richtig schön Samurai-mäßig. Also da kann man echt wenn man, so... Zum Beispiel, wenn man spawnt, kann man einfach nach unten drücken schon und taucht dann im hohen Gras auf, ohne dass man einen sehen kann. Das ist ein kleiner oh nein! Trick. Und man kann durch Fenster springen. Ja, hier gibt es auch so Türen, die meine kann, man, Mist, Entschuldigung. Kann man mal so auf... Und genau, man kann entscheiden, wie hoch man schlagen möchte. Weil jetzt so hauen wir mal gegeneinander und wenn ich so mache, ist sie tot.
Das fand ich jetzt nicht gut, dass du das demonstriert hast. Und gewonnen. Vor allem, weil du jetzt gewonnen hast. Jetzt kommt ein kleines Finale. So. Das müssen wir einmal kurz einstellen. Genau. Dauert auch nicht lange, versprochen. Wir machen nämlich jetzt Sudden Death. Das heißt, wir spielen jetzt auf nur einem Screen. Und ja, der zuerst den anderen trifft, hat gewonnen. Und weil es jetzt 1-1 steht. Yes! Oh. Sehr gut. Sudden Death, wie man schon gesagt hat. Genau. Und ich habe gewonnen. Dann habe ich leider verloren. Aber ja, also wir haben jetzt zwei Maps, haben wir euch jetzt gezeigt. Es gibt noch Clouds und die Minen. Ich würde sagen, ich zockt das einfach selber mal an. Das macht nämlich wirklich sehr viel Spaß. Und kostet auch nicht viel. Also für genau. So ein Spiel, ich glaube, ein Doppelpack 15 Euro ist nicht so schlimm, würde ich mal annehmen. Genau. Und einfach bei Steam gibt es das. Oder Humble Bundle. Humble Bundle ist besser. Und noch viele andere Plattformen. Jo, dann ja. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Irgendwann. Tschüss.